Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr jetzt schon ganz einfach die Railgun bekommen könnt. Den Tipp, den hat mir der Justin gegeben. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal. Und diese Railgun, die ist wirklich overpowered. Egal, ob ihr jetzt auf ein Auto schießt, das explodiert sofort. Oder auch hier auch auf ein Flugzeug. Auch dieses Flugzeug explodiert auch sofort mit einem Schuss. Und ihr seht auch hier weit entfernte Objekte trifft die Railgun auch noch. Und ja, was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst euch dafür einfach nur einen Job markieren. Das Ganze geht für die PlayStation 4 und für die PlayStation 5. Die jeweilige Jobmarkierung werdet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung finden. Und ich würde sagen, dann lasst uns auch schon direkt losstarten. Habt ihr euch dann den Job markiert, dann geht ihr einmal auf Options, dann geht ihr auf Online, auf Jobs, Job spielen, dann auf Markiert, dann geht ihr auf Deathmatches. Und dort startet ihr dann den Job Get Railgun Early. Entweder für die PlayStation 4 halt oder PlayStation 5. Dort im Jobmenü braucht ihr auch gar nichts umzuändern. Entweder dann einfach einen Freund einladen oder ihr startet den Job mit irgendwelchen Randoms. Das könnt ihr auch mit irgendwelchen Randoms spielen. Das ist gar kein Problem. So, habt ihr den Job dann gestartet, müsst ihr entweder einfach nur jetzt ein paar Mal Selbstmord begehen oder ihr tötet euch einfach gegenseitig. Das ist ganz egal. Das ist euch überlassen. Wie gesagt, ihr könnt euch gegenseitig töten. Oder einfach Selbstmord begehen. Und das macht ihr jetzt so lange, bis ihr die Railgun in eurem Inventar drin habt. Das kann unterschiedlich lang dauern. Der Justin hat jetzt die Railgun so nach 10 bis 15 Versuchen bekommen. Ich habe die Railgun aber erst so nach ca. 45, 50 Versuchen bekommen. Das heißt, ich muss ungefähr 45 Mal Selbstmord begehen. Das ist aber wirklich immer unterschiedlich und ihr habt da ein bisschen Geduld. Bei dem einen kann es ein bisschen schneller gehen und jeder, der in diesem Job drin ist, kann sich auch dann die Railgun holen. Wie gesagt, ihr müsst euch dann einfach nur immer selbst töten oder ihr tötet euch dann gegenseitig. Habt ihr die Railgun dann in eurem Inventar drin, dann könnt ihr dann einfach den Job dann wieder verlassen. Und jetzt hier in der Open Lobby angekommen, werdet ihr sehen, dass ihr dann jetzt die Railgun im euren Inventar habt. Und die Railgun, die werdet ihr jetzt auch permanent behalten. Das heißt, auch jetzt, wenn ihr Lobbys wechselt, werdet ihr die auch behalten. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.